Ungewöhnliche Erdbebenschwärme erschüttern die Erde, und zwar in Deutschland. Das Vogtland ist bekannt für seine seismische Aktivität, doch in letzter Zeit nimmt die Anzahl der Erdbeben auf ungewöhnliche Weise zu. Was ist da los und wie heftig kann die Situation jetzt werden? Wir schauen uns das ganz genau an, bleibt also bis zum Ende dran. Herzlich willkommen, Leute. Deutschland liegt weit entfernt von jeder tektonischen Plattengrenze und dennoch haben wir seismisch aktive Regionen. Hier auf dem Kanal halte ich euch immer auf dem Laufenden, wenn es hier in der Heimat zu seismischen Ereignissen kommt. Deswegen lasst doch jetzt gerne direkt ein Abo da, um nichts zu verpassen. Ist absolut kostenlos und ihr helft mir, mein großes Ziel von 300.000 Abonnenten zu knacken. Vielen Dank. Ja, hier seht ihr gerade eine Karte der sogenannten Lithosphärenplatten. Und ganz generell kann man sagen, dass dort, wo Platten sich treffen, erhöhte seismische Aktivität stattfindet. Dort, wo die afrikanische auf die eurasische Platte trifft, sind beispielsweise die italienischen Vulkane Ätna, Vesuv, Vulcano und Stromboli entstanden. Oder Kamtschatka, das auf der nordamerikanischen Platte eingequetscht zwischen der pazifischen und der eurasischen Platte liegt. Hier ist gerade erst vor wenigen Tagen der Karimski-Vulkan ausgebrochen und liefert spektakuläre Bilder. Aber wenn wir uns diese Karte anschauen, sehen wir, dass Good Old Germany so gar nicht an einer Plattengrenze liegt. Weshalb haben wir dennoch in der Eifel aktiven Vulkanismus und im Vogtland regelmäßige Schwarmbeben? Der Geophysikprofessor Thorsten Dahm sagt zum Vogtland, die Phänomene in dieser Region sind weltweit gesehen von wissenschaftlichem Interesse, da das Vogtland ein seltenes Beispiel dafür ist, die Entstehung von magmatisch-vulkanischen Prozessen und von Erdbebenschwärmen in der Erdkruste fern von tektonischen Plattengrenzen zu studieren. Dröseln wir das also mal ganz genau auf und reisen gemeinsam ins schöne Sachsen. Oder genauer gesagt ins Dreiländereck von Bayern, Sachsen und Böhmen. Hier treten regelmäßig sogenannte Schwarmbeben auf, also eine Serie von vielen kleinen Erdbeben, die sich über Tage, Wochen oder sogar Monate erstrecken. Viele von euch, die im Vogtland wohnen, haben mir schon Kommentare über die dortigen Beben geschrieben. SKV-Rifle etwa schrieb, komme aus dem Vogtland zu der Aussage, sehr schwache Bewegung, muss ich sagen, alter Falter, hier rumpelt es in einer Tour, mein Haus hat sogar von den Beben Risse bekommen, die ich von einem Fachmann verankern lassen musste, auch Fliesen sind gerissen, Gläser aus dem Schrank gefallen und so weiter. Und Sachsen-Micha kommentierte, in unserem Ferienhäuschen im Vogtland zwischen Markneukirchen und Adorf habe ich schon mehrere deutlich wahrnehmbare Erdstöße erlebt, erst rumpelt's, wie auf der Kegelbahn, dann ein lauter Rums und die Tassen klirren im Schrank. Da scheint also wirklich seismisch einiges los zu sein. Schreibt mir mal, wer von euch im Vogtland wohnt oder schon mal dort war und diese Schwarmbeben am eigenen Leib miterlebt hat. Eure Erfahrungsberichte würden mich sehr interessieren. Wir schauen uns das ganz genau an. Vorher zeige ich euch ganz kurz, wie ihr eure persönlichen Daten erdbebensicher oder besser Datenmakler sicher macht. Ich hasse Spam. Wenn ich meine Mails öffne, freue ich mich auf interessante Anfragen. Aber stattdessen muss ich erstmal einen Berg von Spam-Mails löschen. Das ist wie ein unaufhörlicher Vulkanausbruch, der immer wieder unerwünschte Werbung auf mich herabschüttet. Fragt ihr euch, warum das passiert? Datenmakler haben eure Informationen abgegriffen und verbreiten sie wie seismische Wellen durch das Internet. Aber keine Sorge, es gibt eine Lösung in Cogni. In Cogni schreibt die Datenmakler an und bringt sie dazu, eure persönlichen Infos zu löschen. Ihr könnt live im Dashboard sehen, wie viele Datenmakler eure Daten gelöscht haben. Seitdem ist das Spam-Problem für mich Geschichte, wie ein erloschener Vulkan. Keine nervigen Werbemails mehr, die täglich wie kleine Nachbeben auftauchen. Es ist unglaublich befriedigend, wenn ich eine Nachricht von den Cogni erhalte. Gestern wurde ich informiert, dass 85 Datenmakler meine Daten gelöscht haben. Das ist, als hätte man den Ausbruch eines Supervulkans verhindert. Im Dashboard könnt ihr auch sehen, wofür die Makler eure Daten verwendet haben. Zum Beispiel für personalisierte Werbung, die wie unerwünschte Lavaströme in euer Leben fließt. Wenn ihr auch die Kontrolle über eure Daten zurückgewinnen wollt, meldet euch über meinen Link in cogni.com/astrotim an. Mit meinem Link hattet ihr einen unglaublichen Rabatt von 60%. Ihr könnt jederzeit kündigen und mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie ist es risikofrei. Ich bleibe dauerhaft angemeldet, da Datenmakler sonst nach einiger Zeit meine Daten wieder hinzufügen. Das Thema Kontrolle über die eigenen Daten wird immer wichtiger, wie die Überwachung von tektonischen Verschiebungen. Ich empfehle euch dafür zu sorgen, dass eure persönlichen Infos nicht mehr wie Erdbebenwellen durchs Internet kursieren. Klickt unten im angepinnten Kommentar auf den Link und gewinnt die Kontrolle über eure Daten zurück. Seismische Aktivität ist im Vogtland also normal. Aber gerade vor wenigen Wochen hat das Deutsche Geoforschungszentrum ungewöhnlich starke Beben festgestellt. Wie entsteht diese Aktivität überhaupt und warum wird sie jetzt stärker? Muss man sich da Sorgen machen im idyllischen Vogtlandkreis? Die Erdkruste und der obere Mantel unter dem Vogtland sind einzigartig. Diese Einzigartigkeit besteht in der Kombination von periodisch wiederkehrenden Schwarmbeben, tiefreichenden Krustenstrukturen und Anzeichen von Vulkanismus.
Doch die genaue Ursache ist noch nicht ganz geklärt. Eine kürzlich auf der Jahrestagung der Europäischen Geowissenschaftlichen Union in Wien vorgestellte Studie bietet eine neue Erklärung. Unterhalb des Eger-Beckens an der deutsch-tschechischen Grenze drängt Magma aus etwa 30 Kilometern Tiefe in Richtung Oberfläche. Diese aufsteigende Magmablase könnte des Rätsels Lösung für die Schwarmbeben im Vogtland sein. Wie kommt man darauf? Durch die Beobachtung von Gas, das aus den Mofetten bei Franzensbad in Tschechien an die Oberfläche dringt. Bei Franzensbad befindet sich das Naturschutzgebiet Soos, ein Torf- und Mineralwiesenmoor. Und hier ist eben diese Mofettenaktivität sichtbar, ein wenig wie beim Laacher Seen der Eifel, bei dem am Ostufer ja auch regelmäßig vulkanische Gasbläschen an die Oberfläche dringen. Solche Mofetten sind also ein ziemlich sicheres Zeichen für irgendeine Art von unterirdischer vulkanischer Aktivität. Sicherheit hat dann die genaue Analyse der Franzensbadener Mofetten gebracht. Diese Gasblasen enthalten nämlich einen ungewöhnlich hohen Anteil des Isotops Helium-3, das typischerweise in Regionen mit vulkanischer Aktivität vorkommt. Wissenschaftler vermuten, dass die aufsteigenden Gase und das Magma durch ihren Druck auf die Erdkruste die Schwarmbeben auslösen. Das Magma steigt aus 30 Kilometern Tiefe auf und erhitzt dabei das Grundwasser, welches sich durch die Gesteinsritzen zwängt und die Beben verursacht. Also wer braucht schon die Campi Phlegrei, wenn man die Campi Vogtlandi hat? Klingt irgendwie bescheuert, wir brauchen noch einen besseren Namen. Aber ganz sicher sind sich die Wissenschaftler noch nicht. Es gibt auch andere Theorien zur Ursache der Schwarmbeben im Vogtland. Dr. Karin Breuer vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung argumentiert, dass das Kohlendioxid selbst durch seinen hohen Druck auf die Erdkruste die Beben auslösen könnte. Sie vermutet, dass die Gase in den Epizentren der Beben am Aufsteigen gehindert werden und dadurch einen Druck aufbauen, der sich in Form von Schwarmbeben entlädt. Das ist super interessant, weil das Kohlendioxid auch als Schmierstoff fungieren könnte. Auf seinem Weg durch die Erdkruste kann CO2 in den flüssigen Aggregatzustand wechseln und die innere Reibung im Gestein herabsetzen. Das könnte erklären, warum die Schwarmbeben meist nur kleinere Stärken erreichen und größere Beben verhindern, weil die Bruchzonen der Erdkruste hier eben durch CO2 geschmiert werden. Also so ein bisschen, als hätte jemand mit einer riesigen Flasche WD-40 die Erde unter dem Vogtland geschmiert. Kennt man ja auch aus dem alten Sprichwort, Gott hat die Erde nur einmal geschmiert, dort wo die Erdkruste Sachsen flankiert. Oder so. Aber viele Geologen gehen tatsächlich davon aus, dass sich hier irgendwo unterirdisch eine Magmakammer befinden muss. Aber die genaue Lage und das Ausmaß dieser vermuteten Kammer unter dem Vogtland bleiben ein großes Rätsel. Trotz intensiver Forschungsbemühungen, einschließlich tomografischer Untersuchungen, konnte diese Magmakammer bisher nicht eindeutig lokalisiert werden. Folgendes weiß man aber, die bisherigen Messungen zeigen, dass sich in 30 bis 60 Kilometern Tiefe heißes Gestein mit der Konsistenz von Glas staut. Diese Gesteinsschichten könnten die Relikte eines Vulkans sein, der vor rund 300.000 Jahren erloschen ist. Sollte der Weg nach oben frei werden, dann könnte sich aber erneut Lava über das Land ergießen. Und da sind die aktuellen Forschungsergebnisse ein bisschen beunruhigend. In den letzten Jahren haben sich die Muster der Schwarmbeben im Vogtland nämlich verändert. Früher waren die Beben durch tausende schwacher Stöße gekennzeichnet, die nach einigen Tagen ihren Höhepunkt erreichten. Doch im Mai 2014 trat ein ungewöhnliches Muster auf. Ein relativ starkes Beben der Magnitude 3,5 war das erste Ereignis, gefolgt von weiteren starken Beben bis zu einer Magnitude von 4,5. Das war bis nach Leipzig und weit bis nach Bayern spürbar. Und nun kam es vor wenigen Wochen zu einem weiteren super ungewöhnlichen Erdbebenschwarm. Professor Thorsten Dahm sagt, der aktuelle Erdbebenschwarm ist in mehrerlei Hinsicht ungewöhnlich, nicht nur wegen der bereits erreichten Dauer von mehr als 14 Tagen, sondern auch, weil es der erste Schwarm der aktivsten Region um Novi Kostel ist, der so weit nördlich auftritt und teilweise deutsches Gebiet betrifft. Und es wird noch kurioser, die jüngsten Beben zeigen eine ungewöhnliche horizontale kreisförmige Struktur in 10 Kilometern Tiefe. Auch das ist komplett neu und deutet stark darauf hin, dass sich mit der seismischen Aktivität im Vogtland irgendwas verändert. Umso wichtiger ist, dass die seismische Überwachung dort jetzt massiv ausgebaut wurde. Das neue Schwarmbeben-Überwachungsnetzwerk besteht aus 5 Bohrungen bis zu 400 Meter Tiefe und wurde im Rahmen des internationalen kontinentalen Bohrprogramms ICDP unter Leitung des Deutschen Geoforschungszentrums installiert. Und besonders spannend ist, dass die Daten dieser neuen Überwachung komplett öffentlich gemacht werden. Falls ihr euch also mal als Erdbebenanalyst versuchen wollt, habe ich euch den Link zu den Messergebnissen unter dem Video verlinkt.
Ja, die aktuelle Forschung deutet also darauf hin, dass aufsteigendes Magma und Gase eine zentrale Rolle bei der Entstehung der Beben spielen und dass irgendwas sich gerade in der seismischen Struktur verändert. Doch viele Fragen bleiben offen, insbesondere die genaue Lage und das Ausmaß der vermuteten Magmakammer. Noch kein Grund, das schöne Ferienhäuschen im Vogtland zu verkaufen, würde ich sagen, aber spannend ist es allemal. Ich halte euch auf dem Laufenden, sobald sich irgendetwas tut, lasst also jetzt gerne ein Abo da. Und für tagesaktuelle Wissenschaftsnews kommt hier gerne in den AstroTim WhatsApp-Kanal. Beitreten ist völlig kostenlos und ihr werdet Teil einer großen wissenschaftlichen Community. Ja, auch andere Gebiete werden erschüttert von seismischer Aktivität. In den USA glauben einige Geologen schon, dass ein massiver Tsunami, ausgelöst durch die Cascadia Seismic Zone, überfällig sei. Das könnte die gesamte Westküste verwüsten. Und auch in Deutschland haben wir noch weitere Erdbebengebiete, allen voran den Oberrheingraben, der sich von Frankfurt bis Basel erstreckt. Noch mehr Lust auf seismische News? Dann klickt oben rechts auf das angezeigte Video und reist mit mir gemeinsam zu diesen gefährlichen Erdbebengebieten. Ist super spannend, also unbedingt mal anschauen. Und wenn ihr endlich die Kontrolle über eure Daten zurückgewinnen wollt, dann vergesst nicht, unten links auf den Link des Sponsors Incogni zu klicken und euch meinen galaktischen Rabatt zu sichern. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute.